Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de und herzlich willkommen im neuen Jahr 2016. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ich habe die ruhige Zeit zwischen den Feiertagen ein wenig genutzt, um mich nochmal mit Android Wear zu beschäftigen. Ich habe meine LG Watch nochmal ausgepackt, nachdem ich die schöne Huawei Watch, die ich ja zuletzt getestet hatte, leider wieder zurückschicken musste. Und habe mal ein bisschen mit verschiedenen Ziffernblättern rumgespielt und ich dachte mir, da sind ein paar ganz interessante Funde dabei. Die stelle ich euch jetzt mal vor. Los geht's! Den Anfang möchte ich mit ein paar sehr schlichten, eher klassischen Designs machen. Dieses hier nennt sich Modern Times. Könnt ihr, wie die meisten anderen, auch im Play Store finden. Links findet ihr im Artikel auf technophil.de, der wiederum hier unterhalb des Videos auf YouTube verlinkt ist. Mal gucken, vielleicht packe ich da auch überall noch die Links mit rein. Das sind alles kostenlose Watchfaces. Man kriegt auch sehr viele, die so einen knappen Euro kosten. Aber hier den Modern Times mit dem Pluto-Schriftzug, wie gesagt, kostenlos erhältlich. Das relativ schlichte Design der Uhr wird ergänzt durch zwei kreisrunde Anzeigen in der Mitte, die beide den Batteriestand anzeigen. Einmal des Handys und dann der Uhr selber. Ansonsten haben wir halt unten noch die Datumsanzeige über der 6 und ansonsten ein klassisches, normales Ziffernblatt mit Sekundenzeigern. Ein weiteres sehr klassisches Ziffernblatt ist das sogenannte Speeds. Das ist tatsächlich, ist da der Name Programm. In dem runden Kreis unten, wo jetzt die 6 drin steht, kann man dort die Geschwindigkeit, mit der man sich fortbewegt, sehen. Komischerweise steht bei mir immer eine 6 dort. Ich weiß nicht, ob das vom Handy ein bisschen abhängt, wie gut das funktioniert mit dem GPS-Signal. Ich finde es aber ansonsten vom Design her auch recht schick. Wir haben wieder einen Batteriestand links von der Uhr. Wir haben das Datum rechts eingeblendet und ansonsten ein sehr klassisches Zeigerlayout. Als letztes eher klassisches Layout möchte ich euch die Lightwatch Face zeigen. Das ist ein ziemlich futuristisches Teil. Hier sieht es im Ambient Mode, also so wie das am Handgelenk zu sehen ist, wenn die Uhr nicht aktiv ist. Wenn ich sie jetzt aktiviere, kommt dieser coole Radareffekt hinter dem Sekundenzeiger dazu. Das wirkt jetzt hier auf dem Bild ein bisschen überbelichtet. Da hat die Kamera doch etwas Probleme mit Display und Hintergrund vernünftig zurechtzukommen. Aber man kann es schon sehen, man hat zusätzlich noch, die schalten sich immer sehr schnell wieder aus, noch eine Datumsanzeige, eine kleine Wetteranzeige unten links und ansonsten halt eine eher klassische, aber so ein bisschen technisch gestaltete Uhr. Kommen wir zu ein bisschen ausgefalleneren Designs. Da hätten wir zunächst mal passend zur Saison, aber leider so gar nicht passend zum Wetter. Schnee ist im Moment ja gar nicht in Sicht in diesem Winter. Die sogenannte Snowwatch. Die Phase ist vielleicht eigentlich schon vorbei, wo man Weihnachtsbäume auf der Uhr haben will. Ist auch eher so ein Gag, da sieht man sich sicherlich sehr schnell leid dran. Meine Tochter fand es ganz witzig, vor allem die fallenden Schneeflocken da drauf zu sehen. Von einem ganz anderen Kaliber ist da die Paranormal Watch, die ihr hier seht. Dafür muss ich die Uhr mal so ein bisschen bewegen. Dann sieht man nämlich erst den witzigen Effekt, dass diese Uhrzeitanzeige hier so ein bisschen im Mystery-Thriller-Stil sich mitbewegt. Jetzt, wenn sie in diesen Ambient-Mode zurückgeht, ist das natürlich dann nicht mehr der Fall. Sobald ich sie aber aktiviere, haben wir den Effekt wieder hier. Hin und wieder auch diesen Grissel-Effekt, den kann man auch sogar in Weiß dazu schalten. Das finde ich dann ein bisschen sehr ätzend. Ja, das ist sicherlich mal eine coole Sache für Fans von solchen ein bisschen horrormäßigen Filmen oder sowas. Sieht man sich aber sehr wahrscheinlich auch relativ schnell dran leid. Als nächstes möchte ich euch ein paar Watchfaces zeigen, die zu der App Watchmaker Premium oder Pro gehören. Da muss man leider dann was für bezahlen für die App, um diese externen Ziffernblätter, die ich jetzt mir hier runtergeladen habe, aus einem Forum nutzen zu können oder auch um sich selber welche gestalten zu können. Beziehungsweise selber gestalten kann man in gewissen Grenzen auch. So ein paar Texteffekte hat man dann zum Beispiel nicht zur Verfügung. Aber im Großen und Ganzen kann man da schon eine ganze Menge mitmachen. Hier ist mal ein recht schlichtes Ziffernblatt als Beispiel. Ich lasse es jetzt auch mal in den Ambient Mode wechseln. Auch das kann man relativ frei gestalten. Man kann Text zum Beispiel beliebig drehen, auch drehen lassen wie ein Uhrzeiger. Hier ist er jetzt einfach fix so ein bisschen gedreht, um ein etwas schräges Design mal darzustellen. Sieht, finde ich, ziemlich witzig aus. Zusätzlich haben wir noch Datumsanzeige, Batterieanzeige und hier unten links die gelaufenen Schritte gezählt, allerdings auf Spanisch. Das wären also Passos und keine Schritte hier. Das könnte man aber durchaus selber sich ändern. Und das möchte ich mal anhand eines anderen Ziffernblatts zeigen. Das hier übrigens war das Digital Big Watch Watchface und das davor, was ich gezeigt hatte, nannte sich Blue Time.
Anhand eines weiteren Ziffernblatts möchte ich euch mal die Möglichkeiten von dieser Watchmaker-App zeigen. Ihr seht jetzt hier schon, die habe ich Glowworm Klaus genannt, diese Uhr hier. Das ist nämlich eine von mir abgewandelte Version, die ist bei Watchmaker mit dabei, eine der kostenlosen Varianten, die aber relativ schlicht gestaltet ist. Ich habe da noch ein paar zusätzliche Sachen reingepackt und auch die Schriften größer gemacht. Und ich will das einfach mal kurz zeigen. Ich kann jetzt einfach hier zum Beispiel die Stundenanzeige auswählen. Dann kann ich hier den Text verändern. Da gibt es dann so Kürzel, die besagen, dass das jetzt hier zum Beispiel eine 24-Stunden-Anzeige der Stunde sein soll. Ich kann die Position beliebig hier verändern, kann das auch unten über diese kleinen Einsteller hier pixelweise genau machen. Ich kann auch die Textgröße verändern. Da gibt es noch eine ganze Menge zusätzliche Parameter, die ich noch gar nicht alle ausprobiert habe. Den Textfont natürlich, die Farbe, die es im gedimmten Zustand haben soll. Das kann man sich gleich auch nochmal speziell angucken, verschiedene Ausrichtungseffekte, und es gibt hier auch noch verschiedene Texteffekte, die sind dann allerdings erst anwählbar, wenn man die Pro-Version sich gegönnt hat. Die kostet knapp 4 Euro, man kann allerdings zum Beispiel über Amazon Underground die App durchaus auch kostenlos bekommen. Das ist dann allerdings eine relativ alte Version der App, bei der ich so ein paar Probleme auch festgestellt habe. Ich denke mal, dass es in den neueren Versionen besser funktioniert. Hier oben kann ich halt die einzelnen Elemente, die ich auf dem Watchface habe, drauf auswählen. Da kann man auch Zeiger drauf packen, die dann automatisch gedreht werden. Hier können wir umschalten zwischen dem Ambient Mode oder diesem Bereitschaftsmodus sozusagen, wenn die dunkel geschaltet ist. Den kann man leider nicht so frei beeinflussen wie den eigentlichen Modus. Das ist also ein zusätzlicher Parameter, zum Beispiel für die Schriftfarbe, habt ihr eben gesehen, für den Ambient Mode. Da kann ich also zum Beispiel diesen Glüh-Effekt, den wir hier haben, den ich ganz cool fand an diesem Beispielteil, nicht stattfinden. Hier gibt es noch eine Möglichkeit, wo man die Zeit schnell vorwärts laufen kann, um ein bisschen zu sehen, wie das funktioniert. Und wenn ich jetzt hier fertig bearbeitet habe, kann ich das direkt hiermit, ohne es vorher großartig abzuspeichern, auf die Uhr rüberschicken. Das Ganze geht leider Gottes ausschließlich auf dem Handy, ist eine Android-App halt. Das ist zwar eigentlich ganz nett, aber ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, ich könnte das im Browser oder meinetwegen auch in irgendeiner Applikation auf dem PC auf einem viel größeren Monitor mit viel genauerer Positioniermöglichkeit durch die Maus und sowas auch nochmal vorknöpfen. Aber finde ich insgesamt eine ziemlich coole Sache. Vieles davon kann man auch in der kostenlosen Version der App schon machen. Allerdings kann man dann seine Designs nicht richtig exportieren und auch keine anderen Designs importieren, wodurch dann leider viele der Designs, die ich euch bisher gezeigt habe, hinausfallen. Denn die habe ich mir dann aus irgendwelchen Foren oder es gibt so verschiedene Datenbanken, wo man so verschiedene Watchfaces sich raussuchen kann, suchen. Die nächste, die ich euch zeigen möchte, ist diese hier, die EMUI Watch 6.1, die offensichtlich von Huawei inspiriert ist. Da haben wir halt den Sekundenzeiger, der zusammen mit so einer Ausbuchtung von diesem Kreis ganz schlicht im Kreis rumläuft, dass die Uhrzeitanzeige, das Datum in einer relativ kurzen Form, und das war es auch schon. Schön schlicht, funktional gehalten, sieht ziemlich cool auf, selbst auf einer quadratischen wie der guten alten LG Watch, die ich hier benutze gerade. Dürfte aber auch auf einer runden Uhr ziemlich gut rüberkommen. Ja, und als letztes möchte ich euch noch zwei Uhren zeigen, die so ein bisschen zeigen, was überhaupt möglich ist mit dieser Design-App hier. Das ist zum einen hier die Clean Blue 4, römisch 4, die ich mir auch ein klein wenig modifiziert habe. Die ist leider so gestaltet, dass sie im Ambient Mode komplett schwarz schaltet. Wollen wir mal sehen, ob das jetzt hier auf meiner Uhr weiterhin noch so passiert. Das macht natürlich relativ wenig Sinn, gerade bei einer Uhr wie dieser hier, die ein LC-Display hat. Da macht es keinen Sinn, alle Pixel schwarz zu schalten, aber die Hintergrundbeleuchtung anzulassen. Da sollte man lieber die Uhr entsprechend umkonfigurieren, dass sie komplett das Display ausschaltet. Dann würde auch die Hintergrundbeleuchtung ausgehen. Man spart natürlich eine Menge Energie, aber ich finde es blöd, eine Uhr am Handgelenk zu haben, die gar nichts anzeigt. Dann lieber so wie hier, Uhr runtergedimmt, also auch weniger Energieverbrauch. Und sobald man die Uhr entweder am Handgelenk so zum Gesicht hinführt, also die bestimmte Kippbewegung wird dann erkannt, oder halt bedient, wie jetzt hier, sieht man dann in voller Pracht, dann bewegt sich der Sekundenzeiger und man sieht noch so ein paar Details mehr. Finde ich ziemlich schick gestaltet mit diesen glühenden Zeigern. Ich denke mal, das ist schon recht interessant zu sehen, was man so alles machen kann.
Ja, noch beeindruckender finde ich persönlich dann hier die Flying Gears, wo wir tatsächlich eine ganze Reihe sich ständig bewegender Zahnräder haben, und das Ganze wirklich wie so eine transparente Uhr aussieht, wo man das Uhrwerk beobachten kann. Richtig schick gemacht das Ganze. Leider Gottes kann ich die auf meine LG Watch nicht übertragen. Das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Ihr seht das jetzt hier, es wird weiterhin das vorherige Teil angezeigt. Warum die jetzt hier auch gerade dunkel geworden ist. Ah, das ist der Ambient Mode dann. Aber das ist natürlich nicht sehr geschickt gemacht. Im Ambient Mode bewegen sich weiter die Zahnräder. Das spricht natürlich für einen ziemlich großen Energieverbrauch. Es gibt noch so ein paar weitere Schönheitsfehlerchen hier, dass zum Beispiel rundherum um das runde Ziffernblatt noch quasi Reste, noch Überstände der Innereien sozusagen zu sehen sind. Also hier dieser linke metallische Streifen zum Beispiel, der läuft hier nach oben weiter. Das sieht natürlich dann auf einem rechteckigen Uhrendisplay nicht so wirklich perfekt aus. Wenn man aber die bei sich ans Laufen kriegt und auch tatsächlich gerne haben möchte, dann kann man da sicherlich noch ein bisschen dran feilen, vielleicht auch die Animationen abschalten im Standby-Modus, um den Energieverbrauch zu minimieren. Zuletzt möchte ich euch aber eine App vorstellen, die gleich 11 Ziffernblätter auf eure Uhr bringt, und die haben es richtig in sich, die haben richtig viel Funktionalität. Das Ganze nennt sich InstaWeather und es geht halt darum, das kann man dann dem Namen schon entnehmen, das Wetter auf der Uhr darzustellen. Unter anderem meine Lieblingsanzeige hierbei ist so ein sogenanntes Meteogramm, wo halt die nächsten paar Stunden auf der Uhr als Temperaturkurve dargestellt werden. Na, jetzt habe ich hier irgendwas verstellt. Dann gibt es noch ein etwas aufwendigeres Meteogramm, was zusätzlich noch die Druckluft, ne, darstellt. Da ist mir dann persönlich aber die Zeit so ein bisschen zu sehr an den Rand gerückt schon. Aber auch natürlich ein Watchface, was zum einen ziemlich cool aussieht, finde ich, zum anderen aber unglaublich viel interessante Informationen beinhaltet. So sieht es immer aus im Standby-Modus oder in diesem Ambient-Modus, wenn die Uhr sich quasi schlafen legt. Zunächst einmal ist mir diese App irgendwie immer entgangen, weil im Play Store wird sie mit diesem Ziffernblatt hier beworben. Und das finde ich nur nicht so wahnsinnig attraktiv. Ist nicht so ganz mein Stil, unten diese Pseudo-LCD-Anzeige da drin zu haben. Das ist zwar ein bisschen retro-mäßig, aber ja, finde ich nicht so richtig toll gelungen. Finde ich ein bisschen schade, da macht InstaWeather nicht optimal Werbung für sich selber, weil ich finde hier so eine Anzeige schon reichlich spannend. Man kann immer für die nächsten 8 Stunden oder sowas sehen, wie das Wetter wird, wie hoch die Regenwahrscheinlichkeit ist, wie warm es ist, wann die Sonne untergehen wird. Das kann man vielleicht nochmal hier an der stündlichen Vorhersage anzeigen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass morgen früh um kurz vor 9 die Sonne aufgehen wird. Da unten hat man die kleine gelbe Sonne so ein bisschen angedeutet. Die rote Sonne ist jetzt leider schon verschwunden, weil zumindest ist der offizielle Sonnenuntergang stattgefunden hat. Langsam wird es auch tatsächlich dunkel draußen. Bisher habe ich den Eindruck, dass diese Wettervorhersage wirklich sehr genau stimmt. Genau auch wie bei dem X-Weather-Widget, was ich auf den Handys immer drauf habe. Das kennt ihr von meinen früheren Testberichten vielleicht schon. Da kann man wirklich ziemlich genau sehen, okay, heute Abend wird es höchstwahrscheinlich regnen, wie es jetzt hier in der blauen Hintergrunddarstellung leider nicht so gut zu erkennen ist. Das kann man aber auch anders einstellen. Hier sieht man es im Standby-Modus, eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Das hat sich jetzt im Laufe des Tages wieder geändert, wird also auch ständig aktualisiert. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Watchfaces, die man einschalten kann. Hier einen eher blockgrafikmäßigen Wetterbericht. Dann gibt es hier für Google Fit nochmal eine Geschichte, wo man dann halt ein bisschen mehr auf Sport Wert legt. Es gibt nochmal nur in der Premium-Version der App eine zusätzliche Fitness-Anzeige. Das ist aber eh nicht so ganz mein Ding. Dann kann man hier selber ein Hintergrundbild festlegen. Da habe ich mal was rumgespielt, das passt jetzt nicht vernünftig. Was auch ziemlich cool aussieht, ist eine Wetterkarte im Hintergrund der Uhr anzuzeigen. Da geht dann allerdings die Uhrzeitanzeige irgendwann ganz schön in den Hintergrund, hier oben nur noch ganz klein, und halt im Standby-Modus. Das Wetterradar hat bei mir irgendwie nicht so richtig gut funktionieren wollen. Ich sehe da immer nur die Bitte warten-Anzeige. Ah nee, da kommt jetzt tatsächlich was. Zeigt im Moment aber keine herankommenden Wolken an. Ich denke mal, dass das, was man da links sieht, ist die Grenze zu den Niederlanden. Wir sind ja hier ganz in der Nähe der niederländischen und belgischen Grenze in Aachen. Das nochmal eine weitere Anzeigemöglichkeit. Das war es dann aber auch. Also 11 verschiedene Watchfaces bekommt man mit dem InstaWeather. Ich persönlich habe in letzter Zeit meistens hier die
stündliche Vorhersage drauf gehabt, finde auch das Meteogramm ganz nett, aber da ist die Uhrzeit mir dann doch ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass ich genau diese Anzeige, die ist jetzt im Ambient-Modus oder in dem Standby aktiv ist, dass ich auch die für den aktiven Modus nutzen kann, weil die finde ich eigentlich noch ein bisschen schicker gemacht. Man sieht alle wichtigen Wetterinformationen, hat die Zeit aber deutlich größer im Griff. Finde ich ein bisschen schade, auch dieser starke Wechsel zwischen den Anzeigen. Das, ich persönlich habe es eigentlich am liebsten, wenn die Ambient-Anzeige einfach nur ein bisschen dunkler, ein bisschen schlichter gestaltet ist als die Hauptanzeige. Ja, soweit zu meiner kurzen Vorstellung von verschiedenen Android Wear Watch Faces. Lasst mich doch mal wissen, welche davon euch am besten gefallen hat oder ob ihr einen anderen Geheimtipp habt, den ihr besonders schick findet. Und ja, vielleicht könnt ihr mir auch Feedback geben, ob ihr mehr Videos in dieser Art sehen wollt. Mal gucken, vielleicht fange ich ja dieses Jahr noch mal ein paar andere Sachen an. Ansonsten wisst ihr ja, dass es ein paar Mitstreiter auf Technophil gibt, die auch weiterhin Smartphones testen, so wie ich das früher gemacht habe. Björn, Werner, Justus und Johannes. Manche von denen veröffentlichen ihre Videos auch hier auf dem YouTube-Kanal von Technophil, andere auf dem eigenen und noch andere machen gar keine Videos, sondern nur textuelle Testberichte. Also schaut auf jeden Fall mal bei www.technophil.de vorbei. Da findet ihr dann nicht nur die ganzen Links zu den verschiedenen Watchfaces, die ich euch heute gezeigt habe, sondern halt auch eine ganze Menge andere Artikel. Da sind wieder einige Geräte im Test, Vico, ZTE, AllView hat die Jungs ganz gut mit Testgeräten ausgestattet und da kommen sicherlich noch ein paar weitere spannende Geschichten demnächst. Also dann, bis denne, lasst das Jahr schön angehen und ich hoffe, ihr könnt alle eure guten Vorsätze für 2016 auch umsetzen. Euer Klaus von technophil.de.